Sagen Sie mir, was Sie vermuten. Ich denke, wir sollten die Untersuchungsergebnisse abwarten. Was spielst du bei dieser Aufnahme? Die zweite Geige. Hast du eigentlich nie den Wunsch, die erste Geige zu spielen? Doch, natürlich. Ich habe mit Dr. Nader gesprochen. Diese Schwierigkeiten, die ich neuerdings habe. Parkinson, hat sie gesagt. Parkinson? Ich möchte, dass unser erstes Konzert in der neuen Spielzeit mein Abschiedskonzert wird. Es ist das Beste, wenn sich das Quartett darauf vorbereitet. Ich will nicht mehr ausschließlich die zweite Geige spielen. Es geht nicht nur um mich oder dich. Nein, unser Quartett ist wichtiger. Ich habe gedacht, du würdest mich unterstützen. Das tue ich. Würden Sie bitte anhalten? Bitte nicht. Wir beginnen mit Beethovens Opus 131. Es hat 7 Sätze. Sie sind alle miteinander verbunden. Für uns heißt das, wir müssen ohne Pause spielen. Es ist wunderbar, mit dir zu spielen, aber du kannst doch kein Quartett leiten, Mann. Du hast nicht die Disziplin. Du denkst also, du wärst besser als du. Du bist nicht motiviert genug. Du irrst dich. Kein Ausruhen, kein Nachstimmen. Glaubst du, es war toll, mit 2 herumreisenden Quartettmusikern als Eltern aufzuwachsen, die mindestens 7 Monate im Jahr weg gewesen sind? Ich habe mein Möglichstes getan. Ich habe versucht, dir eine gute Mutter zu sein. Unsere Instrumente werden sich im Laufe der Zeit verstimmen, jedes auf unterschiedliche Art und Weise. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Wollte Beethoven vielleicht auf einen Zusammenhang, auf eine Einheit von zufälligen Lebensereignissen hinweisen? Liebst du mich wirklich oder ist es nur bequem für dich? Was genau willst du? Was willst du von mir hören? Wovor hast du Angst? Lass deine Leidenschaft einfach zu! Was sollen wir tun? Aufhören? Oder uns bemühen, bis zum Schluss im Einklang zu spielen, auch mit verstimmten Instrumenten? Ich weiß es nicht.